Das Spiel ist ausschließlich im U10 zu spielen. Wir haben ein Spielfeld von 7x16 Meter, Tore von 7 Meter Breite, 1,40 Höhe. In der Mitte sind Leinen gespannt, unter denen der Ball durch muss. Die Leinen sind drei Leinen, die haben Abstand von 2 Meter, sind 43 cm hoch. Und da muss man versuchen, ohne was zu sehen, den Ball durchzurollen, zu schmeißen, ausschließlich mit der Hand. Wir haben pro Mannschaft drei Spieler, die sowohl Abwehr- und als auch Angriffsspieler sind. Das Spiel geht 5 Minuten Realzeit pro Halbzeit. Zwei Halbzeiten werden gespielt. Wie läuft das Training ab? Das Training, ja, also wenn wir, wir haben unterschiedlich, Dienstagabend haben wir eigentlich nur 1,5 Stunden. Da wird nach dem Warmmachen überwiegend gespielt. Wenn wir aber sonntags 4 Stunden haben, dann nutzen wir das auch gerne mal, um Abwehrtraining oder Wurftraining gezielt zu machen. Also dann wird da nicht nur gespielt, sondern wird das nachher im Spiel erst umgesetzt. Okay, Dankeschön.